So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir müssen noch einige Mitglieder oder potenzielle Mitglieder des... Ja, wie nennen wir uns eigentlich? Die Armee Dumbledores. Genau, die suchen wir alle hier. Die müssen wir alle noch finden. Und wir haben dafür ganz, ganz viele Quests. Ihr seht, 28 Stück sind das. Das ist ganz schön ordentlich. Und wir nehmen uns als nächsten Anthony Goldstein mit. Er müsste sich irgendwo hier auch in Schloss Hogwarts aufhalten, so wie ich das von der Karte des Rumtreibers entnehme. Und wir haben auch noch einige Hausaufgaben zu machen. Die sollten wir vielleicht auch relativ früh machen. Freunde, merkt euch das, macht eure Hausaufgaben so früh wie möglich, damit jeder Sekunde, die verstreicht. Habt ihr nicht nur weniger Zeit, eine Bestleistung zu bekommen? Nein, ihr versäumt leider auch die Chance. Oder ihr erhöht einfach das Risiko, dass ihr prokrastiniert, also es auf eine Ewigkeit aufschiebt. Und am Ende macht ihr es dann gar nicht mehr. Deswegen direkt reinsetzen, investieren und dann hat man so das Gefühl, hey, ich habe doch schon Zeit investiert, dann will ich das jetzt auch zumindest zu Ende bringen. Das ist zumindest aus meiner Erfahrung eine relativ ich bin kein Mann der großen Worte, habe selten was zu sagen. Effektive Strategie. Kommt hier noch eine Treppe? Ah, okay. Weil die Karte des Rumtreibers sagt, wir sollen hier im Hermine, du stehst mir im Weg. So, hier in den fünften Stock müssen wir. Oder in den vierten Stock. Oh. Und ich glaube, hier waren wir auch noch gar nicht. Was gab es immer im vierten Stock? Boah, das weiß ich gar nicht. Was waren da? Ich meine, im dritten Stock, klar, da war der erste Teil. Oh, und wir haben den... Was ist denn das? Einen goldenen... Was ist das für eine Figur? Ist das der König? Oh, ich sehe es hier gar nicht. Ist das ein König? Oder ist das die Dame? Ich glaube, das könnte sogar der König sein. Gut. Oh, hier haben wir noch was zum Reparieren. Und ihr seht auch, meine Zauber werden skillfuller. Sag mal hier. Die Leute, die stehen einem aber auch im Weg. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, was im vierten Stock so abging. Mach mal hier die Teppiche. Bisschen entstauben. Also im dritten Stock war natürlich im ersten Teil der Stein der Weißen der dreiköpfige Hund. Im siebten ist das Gryffindor-Zimmer. Was gibt's noch so? Im dritten ist, glaube ich, auch Verteidigung gegen die dunklen Künste. Warte, warte, warte. Stopp. Ist hier ein Passwort? Oh, der ist verstaubt. Hä? Mit dem kann man gar nichts machen. Kann man nicht mal anquatschen. Er ist zu verstaubt. Aber wo kommen wir hier raus? Bin ich jetzt mal gespannt. Bei Anthony Goldstein. Ist er das? Ist das nicht Anthony? Sagen wir es ihm. Oh, er ist ein Ravenclaw-Schüler. Hey, Harry. Ich habe gehört, du hast einen Raum für die DA gefunden. Was? Das sollte doch geheim bleiben. Keine Sorge. Ernie hat's mir erzählt und der weiß es von Neville. Wir sehen uns dann dort, okay? Wie finde ich den Raum der Wünsche? Geh in den siebten Stock und denk daran, wie dringend du den Raum finden möchtest. Dann erscheint die Tür. Okay. Ich weiß nicht, ob Harry und Michael auf dem Laufenden sind. Sag ihnen besser Bescheid. Okay. Also hier mussten wir mal keine Quest erledigen. Also man muss vielleicht auch gar nicht allen... Es wäre auch krass, jetzt so viele Quests zu haben. Manchmal muss man einfach nur sagen, hey, so ist es. So, Colin... Der müsste auch hier sein. Er ist wahrscheinlich weiter hinten. Im Glockenturm ist das hier. Cool, ich glaube, das Gebiet wurde noch auch in keinem anderen Harry Potter Spiel überhaupt umgesetzt. Hier scheint es sogar irgendein Rätsel zu geben. Sah für mich so aus, als könnte ich hier was machen. Ah, man muss hier runter. Alles klar bei dir, Harry? Weasley ist unser King, lässt jeden Quaffel durch den Ring. Oh, und hier sehe ich doch auch noch. Oh, hier bei diesem Pendel muss man aufpassen. Hier sind vier solcher Dinger. Aktion!
Ah. Gut, das ist Gryffindor-Zeichen. Und hier scheint wieder so ein Rätsel ähnlich zu dem im Verwandlungsinnenhof zu sein. Das haben wir in der letzten Stunde gemacht. Slytherin? Die haben wir doch auch schon. Haben wir die schon mal benutzt? Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber da haben wir doch Kotelett und Bratensoße oder so. Ist doch das Passwort für dieses Portal. Das ist Ravenclaw. Hier müsste mal geputzt werden. Und hier ist dann wahrscheinlich Hufflepuff. Bei denen weiß ich immer noch nicht, was sie für ein Tier haben. Und jetzt? Ja. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ah, wir sollen hier hin, okay. Kotelett und Bratensoße. Aha. Lecker. Okay, damit kommen wir wahrscheinlich wieder ins Treppenhaus, ja. Und dann? Ich habe gedacht, der wäre ein bisschen näher auf der Karte. Ja, die täuscht halt auch manchmal. Hier sollen wir lang. Also manchmal ist die Karte des Rumtreibers auch, weiß sie selbst nicht, wo sie hin möchte. Okay. Stell dir mal vor, man würde hier irgendwann mal runterfallen. Das wäre nicht so gut. Ah, ich glaube, Hermine blockt's. Ja, ja, ja. Nicht gut. So, jetzt sind wir aber wirklich einmal durchs halbe Schloss geheizt. Da habe ich mich jetzt aber auch ein bisschen vertan. Oder es wirkt halt auf der Karte einfach ein bisschen komisch. Ich hatte echt das Gefühl, dass sie direkt neben uns ist. So. Da ist Susan. Wir sollten ihr vom Raum der Wünsche erzählen. Was will sie denn mit Crab und Goyle? Du hältst dich wohl für was Besonderes, weil deine Tante im Ministerium ist. Mein Vater hält deine Tante für eine Unruhestifterin. Wir werden ihr eine Lehre erteilen. Was wollt ihr? Okay. Lass mich raten. Harry, Hermine, Ron. Hey, Harry, bitte hilf mir. Oh, guck mal, sie wollen ihre kleine Freundin retten. Und Potter, was willst du jetzt machen? Wie kommen wir da vorbei? Benutze deinen Zauberstab. Verfluchen wir die Rotzlöffel. Wir müssen sie Susan vom Leib halten, damit wir mit ihr reden können. Gryffindor stinkt! Stupor! Boah, das muss man jetzt aber ja auch. Der eine scheint im Arsch zu sein. Okay, der eine, der hat es echt erwischt. Danke, du warst spitze. Du hättest sicher dasselbe für uns getan. Ach, wäre ich doch nur so gut wie du. Dann komm doch zu unserem DA-Treffen im Raum der Wünsche, 7. Stock. Toll, danke. Ob er verrückt ist, weil er ständig mit Schlammhütern abhängt? Alright. Warum sind sie so gemein? 6 von 28, da haben wir auch noch einiges vor uns. Und Golden Goldstein, zu dem sind wir doch jetzt gar nicht hin, oder? Okay, wen haben wir hier noch? Fred und George. Ich glaube, die Karte ist manchmal... Ginny Weasley? Möchte Reductor lernen. Ja. Okay. Dann nehmen wir mal Hannah. Und ich möchte euch in dieser Folge etwas zeigen. Ich bin froh, dass der sprechende Hut mich nach Slytherin geschickt hat. Und zwar gibt es dieses Minigame hier. Ich spiele Koboldstein. Spielst du mit? Okay. Das ist auch ziemlich funny. Willst du traditionelles Koboldstein spielen? Du musst die anderen Steine mit deinem aus dem Kreis schlagen. Wenn deine Koboldsteine aus dem Kreis fliegen, gehst du leer aus. Legen wir los.
So, ihr seht, Kamera, die gibt es zumindest in den Minispielen. Man kann sich bewegen und Koboldstein ist so ein bisschen wie, ihr seht es gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im echten Leben heißt. So, also da kann man sich immer so drehen. Ja, okay, WASD. Okay, verstehe, ja. Schnipse deinen, mit denen du nach hinten ziehst und dann nach vorne drückst. Je weiter du nach hinten ziehst, okay, ist klar. Okay, hier haben wir die Kamera. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was die Idee war. Ich glaube, man muss diese Kugeln rausschnipsen. Ohne seinen eigenen Ball rausballern. Okay, das war jetzt nicht der beste Try. Ich bin dran. Hufflepuff-Champion. Alright. Ah. Okay, nicht schlecht. Das sind aber auch riskante Bälle, muss man sagen. So. Dann drehen wir mal die Kamera. Ich würde den tatsächlich mal anpeilen. Ja, perfekt. Da muss ich mal ein bisschen mehr Schwung holen. Muss ich echt mal hier so eine ganze Maus nutzen. Ganze Pad. Ich bin dran. Ah, ich glaube, die ist draußen. Ja, und da bekommt er jetzt den ersten Punkt. Okay, dann nehmen wir einfach mal mehr Schwung und hämmern den mal hier rein. Ja, perfekt. Absolut wieder nichts gerissen. Ich bin dran. Ja, das ist ein sehr gefühlsvoller Schlag gewesen, aber der reicht der? Das ist fies, dass der den jetzt nicht bekommen hat. Der war nämlich echt nicht schlecht. So, ich will jetzt einfach mal den hier anpeilen. Mit richtig schönen Schwung. Ich glaube, der reicht auch nicht. Ah! Nee. Ja, vielleicht ein bisschen uneben. Ich bin dran. Also wenn man das wirklich auf den Pflastersteinen spielen würde, wäre es schon ein bisschen mies. Weil da ist ja gar nichts eben. Ja, der ist auch nicht... Oh, wobei, ich glaube, der könnte rausgehen. Oh, er bleibt liegen. Okay. Ich probiere mal, den komplett wegzuhauen. Jetzt! Sag mal, warum kriege ich denn nicht so viel Schwung auf das Ding? Ja, wobei der... Ja. Dagegen pusten. Vielleicht geht er dann ran. Ja, der ist draußen. Aber wie viel wir jetzt fast... Also es ist ja schon sehr, sehr viele, die ja fast draußen sind. Okay. Versuchen wir jetzt die zwei hier wegzuballern, aber mit voller Wucht. Ja. Ah, jawohl, das gibt schon mal mindestens einen Punkt. Jawohl. Der andere geht nicht raus, aber das ist auch nicht so schlimm. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welchen der geht. Weil der ist jetzt bei ganz vielen. Okay, der geht auch nicht auf die äußeren, weil die sind giftig. Nein, das... Oh, einen kriegt der, glaube ich. Fies. Okay. Lass mich überlegen. Der ist doch ein Safe Bet. Oder? Ist nicht zu viel Schwung? Ja, der ist gut. Ich glaube, man muss einfach nur schnell genug sein. Nicht groß ausholen, aber einfach schnell sein. Sieh genau hin. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ah, jetzt könnte aber sein eigener Spielball auch rausgehen. Hat er Glück gehabt. Oh, ja. Ich hätte
Ich könnte jetzt aber ein paar mitnehmen. Oh, ich habe da eigentlich eine gute Chance jetzt. Da muss ich mal gucken. Wenn ich die irgendwie treffe. Oh nein! Esel! Komm, kick seinen auch raus. Jawohl! Genau hin. Ja, wobei jetzt ist ja eigentlich gut, wenn man von außen wieder anfangen kann. Okay, ja. Boah. Boah, der ist stark. Boah, der war aber eigentlich stark. Ja, weil jetzt kann man ja wieder freie Platzwahl machen. Keine Ahnung, hier die zwei. Einfach mal hier richtig reinhauen. Ja, irgendwie so. Ja, perfekt. Ja, okay. War ein guter. Sieh genau hin. Ah, den hat er. Den habe ich ihm vorgelegt. Shit. Jetzt muss ich mich aber nochmal anstrengen hier. Komm. Feingefühl, Jungs. Feingefühl. Ich bin dran. Ah, das hat jetzt einen guten Lauf. Ah, das auch. Ah. Ist halt die Frage jetzt. Kann ich es überhaupt noch holen? Also ich muss ja jetzt übertrieben gut spielen. Ja, perfekt. Ja, oh, das war gut. Ich habe aufgeholt. Das war ein Perfect Strike. Gleichstand. Gut. Okay. Kann man eigentlich, was passiert eigentlich, wenn man eine Kugel raushaut und seinen eigenen Ball auch raushaut? Boah, wir sehen es jetzt. Ja, eigentlich, wenn man sich selbst raushaut, ist es ja sogar ein Vorteil eigentlich. So, hier jetzt mit ganz viel Gefühl. Oh, das war zu wenig Gefühl. Das war ein bisschen zu vorsichtig. Oh, Pech gehabt. Aber man kriegt keinen Punktabzug, wenn man seinen Ball raushaut. Interessant. Oh, der schläft ja ein. Naja, das war nix. Freundchen. Okay, ich versuche den jetzt ganz eklig hier zu streifen. Das ist aber ein geiles Spiel eigentlich. Okay, so irgendwie. Ja, perfekt. Ja, dann wird einem die... Okay. Wenn man einen rauskegelt, dann wird einem das Ding abgezogen. Ja, ich glaube, er hat gewonnen. Ja. Egal, Freunde. Ich wollte es euch ja nur mal demonstriert haben. Kann man ja immer wieder nochmal spielen. Ganz schön schleimig. Okay, sorry. Alright, dann lass uns doch mal... Also wir werden ja aber auch gemobbt auf breiter Flur. Es ist ja nicht mehr schön. So, Hannah Abbott. Wo befindet die sich? Das müsste doch hier direkt irgendwo im ersten Stock sein. Dann versuchen wir mal die weiteren Mitglieder zu rekrutieren. Hallo? Ja, was steht denn da für ein Esel vor der Tür? Ich wünschte, ich hätte Wahrsagen gewählt und nicht Arithmantik. Okay. Dann hier runter. Stimmt, wir müssten eigentlich auch mal gucken, was die Keller so machen. Also so ein bisschen ist die... Hallo, Harry. Sind die, ah, da. Die Fußabdrücke sind ein bisschen verwirrend. Keller, Kerker. Hier müssen wir eigentlich auch noch mal gucken für Snape und so. Hallo, Hannah. Was machst du da? Ich denke nach. Um mich zu erinnern.
Ich werde nie mit dem Lernen fertig. Wir können dir vielleicht helfen. Komm doch zu unserem ersten Verteidigung gegen die dunklen Künste-Treffen. Ein Treffen? Aber Umbridge hat Vereine doch verboten. Sie wird uns erwischen. Ich falle durch die Zacks. Ich fliege von der Schule. Wir alle fliegen. Keine Sorge. Wir gehen durch einen Geheimgang zum Treffen. Wirklich? Wo ist er? Das sagen wir dir, später. Los, Harry. Okay, du musst noch zwei Aufgaben abschließen. Jetzt müssen wir einen Geheimgang zum siebten Stock finden, sonst kommt Hannah nicht. Bei der großen Treppe müsste einer sein. Sehen wir mal nach. Okay. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Ja, Hannah Abbott. Ja. Ein Geheimgang. Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo der Geheimweg in den siebten Stock ist? Aber natürlich! Ich bin der Wächter dieses Geheimgangs. Prima! Lassen Sie uns hinein? Danke, dass du ihn hergebracht hast. Mein Passwort ist hinterhältiger Schurke. Ah, cool. Dann können wir das jetzt der Hannah sagen. Und dann kann sie den Raum finden. Und wir haben dann auch schon mal einen Shortcut in den Raum der Wünsche. Sag einfach hinterhältiger Schurke zu dem Porträt des Astronomen im siebten Stock. Durch diesen Gang kannst du ungesehen zum Treffen gelangen. Danke. Justin Finch-Fletchley hat versprochen, mir beim Zaubern zu helfen. Ich habe ihm vom Treffen erzählt. Okay. Die ziehen also auch immer ein paar Leute mit rein. Dann gucken wir mal. Der ist hier unten. Ginny ist im Raum der Wünsche. Die sind beide hier unten. Filius Flitwick. Hausaufgabe. Was habe ich vorhin über Prokrastination gesagt? Aber dieser Colin. Und Angelina. Pokalzimmerfalle. Hausaufgabenhilfe. Genau, für den hatten wir noch eine. Stimmt, den haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Oh, dann gehen wir halt nochmal hoch. Er hat ja irgendwas erzählt. Ich mag es einfach, wie die Porträts oder die Bilder im Hintergrund immer so ihre Sprüche raushauen. So, und jetzt hier weiter. Und dann... Gut, das war ja vierter Stock. Nein. Ah, perfekt. Koteletts und Bratensoße. Mit schön viel Soße. Alright. Du bist Harry Potter. Ah, sieht aber auch schön aus hier. Harry, erzählen wir ihm vom Treffen. Sieht sehr schön aus. Hallo Harry, du hast einen Raum für die DA gefunden? Wissen alle über den geheimen Treffpunkt Bescheid? Hast du einen Basilisken mit dem Schwert aus Dumbledores Büro getötet? Wir lernen zaubern und nicht kämpfen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob Michael und Anthony wissen, wo wir uns treffen. Sag ihnen besser Bescheid. Bis später. Okay, die schicken uns ja hier wirklich von einem zum anderen. Hier sieht's aber auch wirklich schön aus. Also, Anthony hat er gesagt. Michael Corner. Und irgendein Anthony. Na gut, dann gehen wir nochmal zu diesem Michael. Der scheint auf irgendeiner Brücke zu sein. Koteletts und Bratensoße. Der musste unbedingt raus. Ah, perfekt. Wir müssen dann auch unbedingt mal die Hausaufgaben machen. Vor allem bei Snape. Bei dem wollen wir nicht versagen. Glaubt mir. Das ist keine gute Idee. Aber das habt ihr sicherlich auch schon in den letzten Let's Plays gesehen. Und wir sind im ersten Stock. Ja, hier waren wir... Waren wir hier schon? Anhand der kaputten... Vase. Glaube ich das nicht. Aber ich meine, hier waren wir... Oder nee, hier waren wir noch nicht. Wir haben auch gleich wieder ein Upgrade. Kriegen wir hier vielleicht mal ein Passwort?
Ne, der pennt. Gut. Bei vielen muss man, kann man ja auch nur, immer nur von einer Seite des Portals das Passwort überhaupt erfragen und dann halt ja quasi ein Rätsel bekommen. Oh, hier ist noch eine Schachfigur? Ja, dann waren wir hier wirklich noch nicht. Das Pferd. Cool. Auch mal wieder Lust auf eine Partie Schach hier in dem Spiel. Oh, und hier ist auch noch ein Hausgeist oder irgendein Porträt. So, das kommt oben links hin, würde ich mal behaupten. Ja. Mhm. Was haben wir hier? Ich sehe es nicht. Okay, ja. Das ist oben rechts. Das ist unten links. Oh. Na komm. Und das letzte Bild. Oh, gut. Aha. Der fette Mönch ist immer glücklich. Wie macht er das bloß? Alter, Hermine. Was ist da los? Oh. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Wie sie auch immer diesen letzten Ton so hochzieht. Das ist einfach... Ist das nicht Michael Corner? Ah. Hallo, stimmt es, dass später ein DA-Treffen stattfindet? Sag es doch noch lauter, damit Michael es auf jeden Fall mitbekommt. Ich kann leider nicht bis zum Treffen bleiben. Ich weiß nicht, ob Terry oder Anthony Bescheid wissen. Du sagst es ihnen besser. Sie wissen schon Bescheid. Ich sag Ginny Bescheid, wenn ich sie sehe. Wir sehen uns im Raum der Wünsche. Die war doch die erste, die wir rekrutieren. Na gut. Dann können wir Michael Corner, Anthony Goldstein und Terry Boot von der Liste streichen. Musstest du so vielen von der DA erzählen, Hermine? Wir sollten froh sein, dass so viele mitmachen wollen. Und Michael wäre wohl nicht gekommen, wenn er nicht mit Ginny gehen würde. Er tut was. Sie geht mit... Seit wann? Sie gehen seit Ende letzten Jahres miteinander. Ich mag ihn nicht. Was für eine Überraschung. Ah, ja, interessant. Und da hinten hat man auch gerade im Hintergrund die Eulerei gesehen. Ja, man sieht sie da so ein bisschen hinter dieser Turmspitze durchscheinen. Auch dieses Gebiet wurde hier übernommen. Und ist auch einzigartig. Ich hab's gesehen. Bitte? Wingardium Leviosa! Oh, noch ein Pferd. Wie viele Schachfiguren gibt's denn dann eigentlich? Oh, hallo? Ah, das sind die zwei Geschwister? Hey, Harry! Hallo, Padma. Parvati. Kommt ihr später zum DA-Treffen? Wir müssen zu Professor Trelawney. Sie möchte einen meiner Träume deuten. Aha. Kommt ihr danach? Ich weiß nicht. Wir geben dir in Wahrsagen Bescheid. Bis dann. Tschüss. Okay, cool. Ja, die haben wir jetzt auch nochmal mitgenommen. Ja, wen das haben wir... mich nicht. Padma verhält sich seit dem Weihnachtsball so komisch. Sie ist immer noch traurig, weil du nicht mit ihr getanzt hast. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Ach, Ron. Bei Mädchen kommt es darauf an, was sie nicht sagen. Schreib doch ein Buch. Übersetzung der verrückten Dinge, die Mädchen tun, damit Jungs sie verstehen können. Okay, Alter, was ist denn hier los? Ah ja, dann erinnere ich mich. Genau, das war vom vierten Teil. Das wurde ja leider gar nicht gecaptured in dem Spiel. Aber im Film, der Weihnachtsball. Naja, da musste Harry und Ronny muss noch mit diesen zwei Geschwistern tanzen. Der pennt auch. Und wollten dann nicht. Ja, das war auch Absturz. Und hier sind wir wieder. Ist das hier der Verwandlungsinnenhof? Nee. Aber hier waren wir doch schon. Oder? Wo sind wir denn hier? Gibt's hier noch was? Wingardium Leviosa! Ah, tatsächlich, ein Bauer. Ich frag mich, ob man dann alle Bauern sammeln muss oder ob so dann jeweils für jede Fraktion einer symbolisch reicht. Das wäre dann natürlich mehr Aufwand. Was ist denn das hier alles? Okay. Ah, ja. Reparo! Alright.
Hier, die Schirme haben wir. Was können wir hier noch machen? Hast du das mit der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor gehört? Tragisch, was? Irgendwas kann man hier doch machen. Protego! Ich bin froh, dass der sprechende Hut mich nach Slytherin geschickt hat. Gut, egal. Was macht der hier? Ich bewache diesen Gang nun seit vielen Jahren. Niemand ist je hier durchgekommen. Niemand kennt das Passwort. Nun, wenn niemand das Passwort kennt, kann auch niemand durchgehen. Also brauchen Sie ja auch gar nichts zu bewachen. Aber wenn Sie mir das Passwort verraten... Nun ja, ich muss schon sagen, das macht mehr Sinn als alles, was ich seit langem gehört habe. Aber die anderen müssen alle verschwinden. Du musst sie alle loswerden. Warum gibt's so viele Schlammblätter? Okay. Sie hätten auf Salazar Slytherin hören und sie wegjagen sollen. Was wollen die denn jetzt? Du bist irre. Achtung, da kommt Pisspot Potter. Ob er verrückt ist, weil er ständig mit Schlammblütern abhängt? Richte deinen Zauberstab auf sie. Weg mit euch. So ist richtig. Alle sind weg. Bitte verraten Sie mir das Passwort, bevor Sie zurückkommen. Also gut. Es lautet Volo Futurus Unus. Volo was? Ich möchte allein sein. Okay, cool. Damit haben wir ein weiteres Passwort. Ich bin mir... Also irgendwie kommt mir das hier spanisch vor, dieser... Wingardium Leviosa! Ah. Ah, da sind ja auch noch welche. Irgendwie kommt mir das hier ein bisschen spanisch vor mit diesem Bücherregal. Sieht so aus, als könnte man dahinter so ein kleines Versteck freilegen. Junge, was ist denn hier alles kaputt? Jetzt mal wirklich. So, mit dem Mob kann man auch noch was machen. Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und hier geht's auch noch runter. Oder was ist das hier? Das ist ja riesig. Dass man hier alles entdecken kann. Aber die Musik wird schon mal direkt düsterer. Geht's hier zu Professor Snape? Na ja, klar. Aber das trifft sich. Ich habe euch ja schon gesagt, ich will noch ein paar Aufgaben lösen. Vor allem die Hausaufgaben jetzt mal machen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Wenn es euch gefallen hat, dann liken, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert, kommentiert. Lass die Glocke da. Bis dahin. Ciao, ciao.